Wie haben Sie sich denn genau darauf vorbereitet, was stellt es da? Also prinzipiell habe ich mir gedacht, vom Thema her Natur, Blumen, Fröhlichkeit und ausnahmsweise mal Farbe, weil wer mich kennt, ich trage normal immer nur schwarz, also für mich ist das schon außergewöhnlich. Eine letzte Frage noch, wie kann man denn heute bei diesem 25. Jubiläum zum Live-Baller am besten das Leben feiern? Also prinzipiell glaube ich, kann man jeden Tag das Leben feiern. Man muss für jeden Tag dankbar sein, den man hat. Und das heute ist nochmal so ein Denkanstoß, dass man sich wirklich denkt, eigentlich wenn es uns gut geht und wir gesund sind, dann sollen wir feiern und ein bisschen vielleicht auch spenden für die, denen es nicht so gut geht.